Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dem Video. Ja, ich hatte auf der Gamescom die Gelegenheit, Super Smash Bros. Für Nintendo Switch anzuspielen und möchte euch hier heute im Handouts-Bericht ein bisschen was erzählen. Erstmal vorweg, das Gameplay, was ihr seht, ist nicht von mir ausgenommen. Ich habe es aus dem Internet und habe euch den Link zu dem Originalvideo natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ist der erste Link, klickt euch da einfach rein, wenn ihr das Originalvideo sehen wollt. Ich wollte halt nur einfach einen Hintergrund von Smash Bros. Einblenden, damit ihr das einfach besser sehen könnt und euch vielleicht so mal einen Blick machen könnt. Ich konnte es wie gesagt anspielen auf der Gamescom, ohne auch nur 5 Minuten warten zu müssen. Das war ganz cool. Darauf auf jeden Fall großes Dank an Nintendo, dass das funktioniert hat. Und ja, Smash Bros. Für Switch ist verdammt geil und ich bin verdammt gehypt, denn ich konnte es mit meinem Kollegen Bob, mit dem war es vor Ort, konnte ich das anspielen. Und mir ist soweit mal aufgefallen, wir haben die neuen Stages gespielt, die beiden, die es gab. Eine davon war eben dieser Zelda-Tempel und die andere war diese Moräntürme von Splatoon. Und genauso hatten die eben einmal den Link, Breath of the Wild Link ausprobiert, der neu war, und dann ein Splatoon-Endling ausprobiert, der auch neu war. Aufgefallen ist mir soweit eigentlich von der Steuerung her ähnlich ziemlich der von der Wii U. Also vom Pro-Controller her, wenn man die Steuerung von der Wii U gewöhnt ist, ist das dem auch das jetzt relativ gleich. Aber natürlich Sachen wie Grafik sind komplett anders. Und es wurden Maps an sich, ob die besser als das da geworden sind, kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Weil ich wie gesagt nur die beiden neuen Maps gespielt habe. Die alten habe ich jetzt nicht gespielt, also da kann ich, die es auf der Wii U nicht so gab, da kann ich dementsprechend nicht genau sagen. So, die Map ist jetzt wirklich gut geworden und ist deutlich besser als die auf der Wii U. Aber die Maps, die ich spielen konnte, die beiden neuen für die Switch, waren hammer geil. Vor allem die Splatoon-Map könnte erstmal Lieblingsmap werden, weil man da wirklich ist, das ist wie die Splatoon-Moränentürme aufgebaut, das ist sehr cool. Und bei der Map habe ich eben den Inkling gespielt, den man ja dann quasi benutzen kann. Und da war das Coole, der ist einfach total OP. Also der ist wirklich OP bis zum Gehtnis mehr, denn der kann mit seinem Roller einfach alles überrollen, was ihm nur in die Quere kommt. Das ist nur ein Beispiel von den Special Attacken, die er drauf hat. Richtig ist der cool, mit denen konntest du auch am besten spielen. Werde ich was sagen zu Release auch, weil ich werde es alles playen. Auch sonst fiel mir auf, die Zelda-Map war auch cool und es hat einfach Spaß gemacht, ne? Es hat Spaß gemacht, das zwei zu spielen. Später hatten wir auch nochmal eine Runde gegen andere Kollegen gespielt. Da hatten wir so 4 gegen 2. Das war auch sehr cool. Es war einfach eine Erfahrung, das auf der Gamescom spielen zu können. Und ich muss sagen, es finde ich richtig cool. Ich hoffe ja, by the way, dass die bei Nintendo Direct, die jetzt da bald kommt, dass die da auch ein bisschen was ankündigen werden. So eine Demo oder sowas wäre ganz geil. Also ich hoffe auf eine Direct und ich hoffe darauf, dass die da irgendwie eine Smash Bros. Demo ankündigen, weil Direct hätte das sein sollen, wie es im Urlaub war. Und ja, die kommt jetzt halt irgendwann bis die Tage, wer weiß, vielleicht setzen wir mal auf Donnerstagnacht, aber das müssen wir sehen. Vielleicht, wenn ihr das Video seht an dem Tag, weil ich es jetzt am Donnerstag hochladen, vielleicht kommt sogar an dem Tag abends die Direct. Man weiß nicht, wir werden sehen. Wenn ihr auf jeden Fall die Direct kommt, hoffe ich, dass ihr das Smash Bros. In dem irgendwie ankündigen, die zusammenzocken können. Weil so seht ihr nur fremdes Gameplay und ein bisschen meine Meinung dazu, die ich jetzt geäußert habe, eben ein Hands-on-Bericht. Wie gesagt, steuerungstechnisch war es eigentlich relativ gleich mit dem, was wir auf der Wii U hatten, hatte so einen Eindruck, ne, mit B-Special-Attacken und so weiter und mit X und konnte man, glaube ich, springen. Ich weiß da gar nicht mehr ganz auswendig. Und ja, was auch bei Inkling ganz cool war, man konnte wieder hoch, als Tintenfisch immer runtergefallen ist, indem man Tintenfisch wurde und sich so hochrobbte. Das war ganz cool. Und mal, es macht halt hier Spaß, ne? Ich werde es natürlich am Release holen, werde spielen mit Freunden, alles drum und dran, das ist gar keine Frage. Es gibt es, by the way, irgendwie auch, glaube ich, mehr als ein, also bei dem Smash Ball gibt es auch was Besonderes. Hab mir da Nintendo-Mitarbeiter so noch erklärt, ich weiß leider nicht mehr genau, was das war und um was es da ging, aber das weiß ich nicht genau, müssen wir halt so releasen. Ich kann nur sagen, das Spiel war richtig cool und ich bin erst froh, dass ich das anspielen konnte und einfach mal ein bisschen so gesehen habe, in welche Richtung das gehen könnte und wie das Spiel eben werden könnte, was sehr interessant war. Und Johann, sobald eine Demo kommt, ist ja klar, spielen wir die. Ansonsten waren das soweit die ersten Eindrücke. Ich denke mal, ihr habt ein paar gute Gameplay-Eindrücke bekommen. Und eben auch so ein bisschen zu meiner Meinung, was ich so eben vom Spiel halte, was sehr geil ist, by the way. Also ich wollte euch raten, holt ihr es das? Ich wollte es mir nämlich definitiv, oder werde es mir definitiv holen. Und ja, ne?
das war's mit der kleinen Runde. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat's gefallen, liebe Leute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Jetzt kommt ja noch das hier. Macht's gut, dem Espresso. Bis dahin und ciao.